Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, ich habe mal wieder ein paar Replays in der Hinterhand. Diesmal vom Angel of War 26, vom Clan Geh sterben, du nervst. Mit dem wunderschönen Slogan: Solange er noch zuckt, hau drauf. Ja, gefällt mir. Ist genau mein Humor, finde ich sympathisch. Erste Replay ist mit dem Foch. Franzosen-TD, Stufe Schlag mich blau. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Ja, ABX 50 Foch. It, gute Scheißteil. Ich kenne noch von früher, da war er. Ja, war er eigentlich zornig. Gerade nachher der 10er war er so ein bisschen ekelhaft als Gegner. Ich würde meinen, inzwischen der Zeit so ein bisschen hinterher. Klar, inzwischen geht jeder oben den fetten Weak-Spot hier oben. Ja, das schöne Teil. Müsste, glaube ich, der Entfernungsmesser sein. Ja, und dann noch ein Replay mit dem 50 TP Prototypen. Und zwar dem schönen Panzer. Habe ich auch in der Garage stehen. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich mal an. Vorab aber nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben schon wieder ein neues Event. Sprich, wir haben jetzt den Battle Pass. Wir haben jetzt das Geburtstagsevent. Wir haben, ich weiß nicht, das Tankfest müsste, glaube ich, auch noch sein. Jetzt haben wir noch der Highway Rockt oder Highway Rock oder was auch immer. Sprich, man soll sich da ein Auto zusammenbauen. Und demnächst geht auch noch die neue Panzer-Herausforderung, Panzerbelohnung, Panzergrind los, wie auch immer man das schimpfen möchte. Der mal wieder etwas ekelhaft wird. Sprich, spiele 3 Milliarden Gefechte an einem Tag, verdiene die 100 Punkte und nach 60.000 Punkte kriegst du den Panzer gratis. Sprich, für mich. Ja, die Panzerbelohnungen wären für mich interessant, aber. In der momentanen Lage kann ich es nicht schaffen. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten los mit dem ersten Replay mit dem guten Franzosen-TD. So, Runde 1. Auf der Karte Steppen und gleich eine Korrektur. Es ist der 10er Foch gewesen, der 155er. Ist ein bisschen komisch. Im Ergebnis nachher steht der AMX 50 und nicht der 155. Deswegen war ich jetzt ein wenig durcheinander. Ja, was mir schon mal auffällt, der gute Angel of War passt mal so gar nicht in den Zug rein. Weil wir haben 250 Gramm Hackfleisch mit drin und Todesursache Sarkasmus. Und dann ein Spieler wie Angel of War, wo der Name mal so gar nicht reinpasst. Du musst deinen Namen ändern, das muss irgendwie stimmig sein. Ja, ansonsten Lackierung. Kurz hier mal angucken. Naja, gut. Nicht unbedingt schön. Und was wir schon mal sehen, ist, dass der E4 da ordentlich auf die Fresse kriegt. Nur weil so ein kleiner scheiß Radpanzer durchfährt. FV steht zur Linken. Und da wird schon wieder fleißig gepinkt. Gut, Problem ist auch, Seite Linie 1 und 2 ist komplett offen. Da kommt schon wieder ein Radpanzer. Idee haut daneben. So, das Hackfleisch ist gut durch. Der ist gerade geplatzt. Dummerweise auf den Todesstern getroffen. Beziehungsweise der Todesstern hat ihn erwischt. So, jetzt werfen die mich an dem Schießen.
gleich noch einen hinterher, dann ist das Scheißding weg. Ja, geht auch. Ja, Radpanzer genauso nervig wie ein Hardy. Mag beide Fahrzeuge nicht. Aber beide Fahrzeugklassen mag ich nicht. Gut, eine Art, die gehört einfach zum Spiel dazu. Aber warum die Radpanzer drin sind. Ja. Ja, das weiß keiner. Haben zwar auch ihre Daseinsberechtigung. Aber musste man die unbedingt mit reinnehmen? Und dann stellt sich auch gleich die Frage, wann kommen die deutschen Radpanzer oder wann kamen endlich mal Halbkettenfahrzeuge? Bisschen statisch alles. Wir haben auf Linie 9 und 10 das ganze Kleinzeug. Ein Objekt kauft auch noch mit rum. Ansonsten vom eigenen Team T30 und das ganze Kleinzeug, auch mittlere Zeug. Ist gegenwärtig noch alles relativ ausgeglichen. 50 TP auf Linie 1 und 2 so ein bisschen, oder Linie 1 besser gesagt, so ein bisschen isoliert. Ich kann schon mal sagen, der 50 DP, der wird platzen. Ich habe mir... Boah, ich habe das Ganze gestern schon mal aufgenommen. Bis ich dann blöderweise mitgekriegt habe, dass die Aufnahme kaputt war. Deswegen kenne ich schon die Runde. Kleiner Sternzerstörer ist raus, der große sitzt rechts in der Ecke. Das ist noch eine Torte. Ja, Centurion und Skoda, ihr braucht ja nicht umpingen. Der E4 hat nur noch wenig HP. Ihr seht es, 14%. Hab ich am Anfang richtig blöde kassiert. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, hier mit dem TD durchzufahren. Gut, so viele kleine Panzer sind nicht mehr da, sind zum größten Teil jetzt nur auf TDs auf der Gegnerseite. Das ist ein Törtchen. Ein Törtchen, was kassiert. Eine Torte, die daneben schießt. Ich sehe sie nicht mehr. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. 3 Kills, 2000 Schaden. Ah. Sie kann jeden Moment reißen. Das PTA kommt durch. Unser Munitionslager wurde getroffen. Schade, E4 geplatzt. Brauche ich Waffenträger.
Da passt mir bloß auf den Todesstern auf. Na, ich glaube, da hat der PTA gerade die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ja, jetzt leben wir mit Effekt nur zwei Gegner, sprich Waffenträger und Progetto. Hier gilt 3 Schaden, ein bisschen was unterstützt. Und ein Waffenträger hat geschubst. Musste aber nochmal durch, komm ich mit Wetten oben durch. Oh, oben nicht durch. Dann durch. Kanonenblende. Vor allem, wie hat es der Progetto geschafft, das zu überleben, wenn so viel mittlere Panzer da in der Ecke waren? Check. So, 5 Kills, 4200 Schaden, 560 unterstützt. Bevor wir uns die zweite Runde angucken, wollte ich sagen, gucken wir erstmal auf das Ergebnis. So, es war die Meisterrunde. Dazu gibt es noch einen Schläger, einen Duellant, einen Kämpfer und eine Gratis-Medaille. 61.500 Credits bei 3,8 an EP und 55 Anleihen von Schaden, Platz 2 von der EP, Platz 1. Ja, doch, es geht, ist in Ordnung. Ansonsten 14 Schuss, 12 getroffen, 3 durchgegangen. Hab jetzt nicht genau drauf geguckt. Also Ration habe ich einmal gesehen, weil die Kosten irritieren mich gerade. Ich würde mal vermuten, kein Rep-Kit auf Lager und was war das zweite? Ein Medipack. Ja, es geht ganz schön ins Geld. Vor allem noch hier mit persönliche Reserve gespielt und dann nur 1500 plus gemacht. Das ist immer so ein Ding, wo ich mich aufregen könnte, dass das Ganze nicht etwas wirtschaftlicher gestaltet wird von Wargaming. Gerade nachher im 10er Bereich. Ihr seht's, wenn man ohne Premium spielt, wäre es elegante 20.000 Fluss gewesen. Vor allem, man hat die zweitmeiste EP ein. Schaden war auch ganz ordentlich. An Munition gespart und ja, gut, dann wird es wieder zerstört durch die. Durch die Packs. Und dann kriegt man einfach kein Geld mehr rein. Und das ist scheiße, sowas. Müsste WG nochmal ran. Und hätte jetzt Angel of War ohne persönliche Reserven gespielt, dann wäre es auch ein Verlust gewesen. Und das darf es eigentlich nicht sein. Sprich, ein Sieg, ordentlich EP, ordentlich Schaden gemacht und trotzdem Verlust. Theoretisch, das. Sowas ist scheiße. Scheiße.
Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal die zweite Runde an. Oh, Karte Westfield, 8. Runde, 6. bis 8. Runde und mal wieder ein Zug aus Angel of War, Peng, Boom, Boom und Todesursache Sarkasmus. Also du musst wirklich den Namen ändern, da passt überhaupt nicht rein. Ja, wir sind auf der Karte Westfield. Gegner-Team, IS-3A und ein Tiger-2. Und ein Udes. Ist eigentlich eine schöne Aufteilung. Zwei Heavys als Top-Tier und dann ein TD. Ah, eine Art ist auch wieder mit dabei. Und eine SU 152, bissartiger Panzer. Habe ich hier auch ein Replay zum Panzer, der bei irgendwann kommt, und der Schuss, der war, naja, gut. Kenne ich irgendwie. Nur die Hoffnung, dass er denn doch trifft. Jetzt aber. So, Nummer 1 ist tot, Tiger 2 ist tot. Aus dem Gegner-Team. Der eine fickt an, der andere räumt ab. Im Rückraum haben wir noch den Rheinmetall und den 90B. Das ist ein Hardy. Und wieder eine Hardy. Ah, hier ist 3 erste in der Stadt. Pass auf den, auf das Nashorn auf. Ah, schade. Ich könnte wetten, irgendwo da steht auch die SU. Ah. Ja, und die Arte hat sich drauf eingeschossen auf den 50 dB. Schöner Schuss, der war schön. Der war auch schön. Hätte eigentlich damit gerechnet, dass der daneben geht. Jetzt bitte nur auf die SU aufpassen. Ich würde fast sagen, der Weg da, den du gerade willst, ist ein bisschen unglücklich, wenn da die SU. Ich habe nichts gesagt. SU ist in der Stadt. Oh, nicht schlecht. Ja, wie ist? Du hast so ein bisschen die Arschkarte. Oh, das war die Art, die. Ja, ich würde sagen, wir haben die beiden Heavys mal ordentlich aufgeräumt. Bei IS-3A und SU in der Stadt. Ja, gut, wenn ich, sag mal, unterm Level bin, unterm Tierbereich, dann fahre ich auch in die Stadt rein oder in den Vorort oder ins Dorf. Aber mit dem Kopf die Heavy da rein. Ist nicht unbedingt, und da flüchtet eine Art, die kommt richtig. Muss man dazu noch was sagen? Der ging voll durch ihre Panzerung.
Fahr da aber bitte nicht runter. Er fährt runter. Oh, du hast kein WRC-Auto. Das ist ein Panzer. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ach, schon vorbei. Okay. Oh, T43 hat aber auch gut aufgeräumt mit 5 Kills. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal das Ergebnis an. So, es war die Meisterrunde. Dazu gibt es noch einen Speer, einen Schläger, einen Duellant. Ich glaube, wir Wocken, ja, Wocken zwar Kratzmedaille. Shellproof, kugelsicher. Unterstützer und ein Großkaliber. Knapp 170.000 Credits bei 15.000 EP und 2 Anleihen. Oh, gut. Was für ein Streber. Ja Gott, was für ein Streber. gut, ich denke mal, es geht auch so komplett in Ordnung. Allein hier T43 mit 5 Kills. Denn halt, wie gesagt, IS3 mit 4 Kills. Angel of War war nur 3 Kills, aber 5 ein Schaden. Borsig von hinten mit reingewirkt. Eigentlich gedacht, die IS-3 hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. Na gut, wenn man so einen Gierschlund wie den dabei hat, dann kriege ich bald keinen Schaden ab. Äh, 18 Schuss, 12 getroffen, 12 durchgegangen. 124.000 plus. Was haben wir hier noch? 1,6 geblockt, 1,7 unterstützt. Gott, was für ein Streber. Ja. Also ich muss sagen, die zweite Runde war eigentlich wesentlich interessanter als die erste Runde. Die erste Runde war so ein bisschen statisch. Gut, mit einem turmlosen TD. Ja, muss man irgendwo im Rückraum stehen und warten, was passiert. Das ist im Endeffekt immer das, was mir das Genick bricht, wenn ich halt mit nicht geeigneten Panzern nach vorne lospresche, direkt in die Gegner rein und dann auf die Fresse kriege. Oder ähnlich wie der 50 TP aufsteppen, denn mich quasi isoliere und böse Panzers vor mir ab, denn platzt man halt. Deswegen erste Runde geht eigentlich auch okay, wenn man halt mit statischem Panzer etwas hinten steht und dann einfach mal abwartet. In der Runde würde ich sagen, war den Gegner komplett aufgefressen. Geht auch so komplett in Ordnung, der Sieg. Was will man da noch sagen? War eine schöne Runde, muss man wirklich sagen. Das ruhig so unterstützen. Ja. Gut, ich sag wieder danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.